Thank you.
So, ich melde mich nochmal live zurück hier. Glückwunsch an alle, die es bis ans Ende dieses Videos geschafft haben. Schreibt doch mal was in die Kommentare, wenn ihr hier wart. Barrikarton ist doof oder sowas. Und wir sind auch fast am Ende dieses Let's Plays angelangt. Es war wirklich schön, aber zwei Dinge gibt's noch zu tun. Nämlich den Kaugummiautomaten, den letzten hier leerräumen. Und dann müssen wir noch mit dem Dicken sprechen, der sämtliche restlichen Grinseblumen haben will. Münzen habe ich wirklich genug durch die ganzen Boss-Missionen und ja, das Suchen des Björn. Daran mangelt es nun wirklich nicht. Obwohl, wenn man drüber nachdenkt, 5000 Münzen drüber, ist gar nicht mal so viel, oder? Dafür, dass ich das Spiel jetzt wirklich zu 100% abgeschlossen habe. Ein hellblaues Schnuffelchen. Wir wissen ja, was hier rauskommt. Die Vorschau ist ja der übelste Spoiler. Schwarzes Schnuffelchen. Und nein! Ach so, echt nicht? Toy-Con-Klavier. Niedlich. Der Toy-Con-Roboter auch noch. Sogar mit Yoshi-Augen. Das ist ja nice. Der große König Bowser. Wo ist es denn jetzt, das rosa Schnuffelchen? Es will nicht. Toy-Con-RC-Auto. Auch mit Yoshi-Grafik bemalt. Bastian-Barrikarton. Wer war das denn nochmal? An den kann ich mich gar nicht erinnern. Die sehen alle so gleich aus. Rosa Schnuffelchen, da ist es. Und der echte Schnuffel ist auch noch mit dabei. Der ist kastenförmig und die anderen sind rund. Der Balthasar, der hat gar nichts mehr gesagt, ne? Den haben wir kurz vor der letzten Welt nochmal getroffen. Und seither ist er irgendwie entschwebt mit seinen Luftballons. Vollständig, juhu! Gibt's dafür jetzt auch nochmal eine extra Nachricht? Du hast alle Kostüme gefunden oder so. Nö. Aber ich hab, glaub, auch noch nicht alle Kostüme. Es haben nämlich noch 11 gefehlt. Aber ich hab da so eine leise Ahnung, wo ich das herbekomme. Hey, Dickerchen! Sag mal an. Ich bräuchte 317 Grinseblumen, um meinen unersättlichen Appetit zu stillen. Hier, nimm. Es dauert jetzt wahrscheinlich eine halbe Stunde, bis die alle verfüttert sind. Aber sieht sicher cool aus. Ja, okay. Sieht nicht ganz so cool aus, wie ich mir erhofft hatte. Ich dachte, da sind jetzt alle auf einmal eingeblendet, ja, alle Grinseblumen. Und werden dann in diesen Karton reingestopft. Kame guckt auch noch. Der schielt da aus seinem Turm raus. Ganz bedröppelt. Und, bist du wieder fit? Jo, ich bin voll besoben hin, Alter. Ja, das glaube ich dir. Hier, dies ist ein kleines Dankeschön. Die Traumsonne. Naja, zumindest eine originalgetreue Kopie davon. So, das war's jetzt endgültig, oder was? Sonst hast du nichts mehr anzubieten. Jo, was für ein fantastischer Anblick, Mann. Was, der Kamek da drüben? Das ist jetzt irgendwie total merkwürdig, dass überhaupt keine Nachricht kommt. Dass ich jetzt endgültig die 100% geschafft habe. Das, fühlt sich fast so an, als hätten sie das vergessen, die Entwickler. Aber ich habe hier überall jetzt Sternchen, bei den Kunstgewerke, Videos und Musik auch. Also für mich ist das Let's Play nun zu 100% abgeschlossen. Ich hoffe, ihr hattet euren Spaß, genauso wie ich. Und dann sehen wir uns in einem meiner nächsten Projekte hoffentlich wieder. Bis dahin, euer Banzai Chuck.